Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt so ein kleines Umstyling machen für die Nerds? Dass wir unsere Nerds jetzt mal ein paar sexy Klamotten anziehen, vielleicht aus unserem Kleiderschrank. Quasi ein Umstyling-Warm-up. Und wir machen eine Modenschau. Habt ihr Bock? Ja, das ist eine geile Idee. Ja, also einstimmig angenommen. Dieser Vorschlag ist gut angekommen. Könnten wir noch mal Stoff und Nadel und Faden kriegen? Ich habe eine Idee für mich. Du machst gar nichts. Nichts. Du wirst von uns umgestylt, Pierre. Gut. Das muss ich dir manchmal sagen. Ich hab, gib mir Nadel und Faden, ich hab eine Idee für mich. Nein, hast du nicht, Bro. Du ziehst ein Bikini von mir an. Let's go. Ich fand's richtig cool, dass alle wirklich motiviert waren und gesagt haben, hey, ja, cool, wir machen das. Das war schön anzusehen. Naja, fast alle. Davor wusste ich schon, dass ich das nicht will. Das ist halt so, wenn man sich sowieso schon unwohl fühlt und sich dann noch mal das steigern will und sich noch beschissener fühlen soll. Ja, aber es ist ja auch jedes Mal, Kilian, wenn du was ist, dass du keinen Bock darauf hast. Ist ja einfach so. Ja, aber es ist halt so Personelle, ja, die Unsicherheiten haben. Das brauchst du aber doch gar nicht. Wir machen das ja alle, weißt du? So, du blamierst dich ja nicht. Das ist einfach lustig. Babu möchte ihm eher beibringen, wie er Spaß an der Freude hat. Das ist sicher nett gemeint, aber ich glaube, bei Kilian ist der Lernprozess hier, mal Grenzen setzen zu können. Ich sehe schon aus wie so ein Spanferkel im echten Leben. Wir müssen die Titten machen. Da muss ich nicht auch noch so aussehen wie ein Spanferkel mit Schleife. Das wird Babu verhindern. Auch Shelly hat's nicht leicht. Oh, diese Pinguin-Unterhose. Die sieht man. Oh, oh. Sieh mal die hier an. Oh, oh. Das ist geil. Das sieht aus wie ich. In meine Hosen und in meinen Bikini fand ich, sah ja schon echt sehr, sehr gut aus. Ich glaube, deine Brüste müssen hier rein. Das ist mir bewusst. Genau, eins. Das ist mir bewusst. Das sieht aus wie SpongeBob, Sexy Patrick. Ja. Ich glaube, Pierre hatte am allermeisten Spaß. Oh. Jetzt rückst du mich noch an. Wie kann man so undankbar sein der Königin gegenüber? Ich bin mal gespannt, wie teuer ich aussehe danach. Wo liegt denn die Preisvorstellung? 50 Cent. Der Rapper? Komm, machen wir einen Euro. Oder rechnen in Bart um, klingt mehr. Oder Bitcoin. Ich glaube, schicker geht's echt nicht. Nee. Ich habe das eins der schönsten Sachen aus meinem Koffer geholt. Das ist ein Streber-Outfit irgendwie mit diesen Dingern hier. So. Echt? Wer ist das nochmal? Hosenträger? Boah, das sieht so gut aus, ne? Richtiger Playboy, ja? Die Nerds sind herausgeputzt. Jetzt ruft der Catwalk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Beauty and the Nerd Next Topmodel. Einen großen Applaus für Pia. Wow. Ich finde, Pia sieht einfach richtig geil aus. Sorry, also die Wig, ja, das Oberteil, die Hotpants, die Brüste und natürlich die Schuhe. Einmal hoch, 1, 2, 3. Yeah! Sieht man das? Sieht man die Schuhe? Nö. Ja, jetzt schon. Göttlich. Weißt du, dass das gerade für mich ist wie Lab? Nix sagen. Ich sag nichts. Live-Action-Roleplay. Exakt. Ich darf euch heute einen absoluten Augenschmaus vorstellen. Euren Favorite Nerds und Entertainer, Colini to the motherfucking Tortellini! Kriegst du es hin, Kolinski? Ja, ich krieg das hin. Colina! Hey, sexy lady, I like your flow. Your body is burning. Sag noch was, du bist iconic. Ich bin iconic. Alles nur für Screen Time. Ich bin Colin to the motherfucking Tortellini. Sendezeit! Und mein Highlight war, dass er besser in meinen High Heels läuft als ich. Ich hatte es dann irgendwann raus. Oh. Der Abgang war gut. Aber die Treppe weiß ich nicht, wie du das machst. So, signore, signore, vi presento il modello internazionale. Die Überschrift ist: Peaky Blinders is alive. Yeah! 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 Yeah!
Ich war schock, als ich gesehen habe, dass sie da auch wirklich mit diesem, auch mit dem Flirten, Brille ausziehen. Das war richtig geil. So, ihr Lieben, jetzt kommt Katharina. Sie steht auf Frösche, deswegen waren wir bei der Farbe grün. Und sie liebt es gerne, Ocean zu zeigen. Und deswegen kommt jetzt hier Katharina. Hey, Katharina. Hey. Kilian hatte zwar keinen Bock, das hatte man ihm aber, glaube ich, auch angesehen. Ich finde es wirklich cool von Kilian, dass er trotz dessen es einfach gemacht hat, weil die Gruppe das gemacht hat, er zwar keinen Bock drauf hatte, aber es mitgemacht hat. Das finde ich schon sehr stabil. Samantha! Hola, chicas! Immer für heute sexy Chica Walk. Ich glaube, ihr wird das bestimmt feiern. Und ich lasse mal ein bisschen hier Hüfte schwingen. Er hat genau dieselbe Stimmlage wie Jorge. Deswegen hat er das auch echt gut rübergebracht. Und er sah auch mega aus. Ich finde, bei Sammy Sam war ganz klar der Lernprozess, dass der einfach seine lustige Seite rausholt, die schon immer in ihm drin war. Also ich glaube, der hat das so ein bisschen undercover gehalten. Und jetzt auf einmal haut das raus wie so ein Surprise-Bag. Achtung, aufpassen. Zeig, was du kannst, Schatz. Und dann mache ich schön wieder. Ich fand vor allen Dingen das Kopftuch und dann mit der Brille. Oh yeah. Und dann diese Hose, die normalerweise bis auf den Boden hängen sollte, die bei Sam nicht mal eine Dreiviertelhose war. Das war einfach eine viel zu gute Kombi. Und jetzt hier, danke, wieder hier zurück. Hey, nice. Sein Walk, den er da hingelegt hat, wow. Die sahen auf jeden Fall alle aus, als ob sie direkt nach Malle fliegen würden. Ja. Ne? So eine richtige Abranz-Party-Truppe. Wenn jetzt irgendwie Germany's Next Topmodel als nächstes anruft für ein Plus-Size-Model, kein Problem. Ich komm vorbei. Ein Clip reicht dir nicht? Hier auf Join gibt es die ganze Folge kostenlos für dich. Keine Lust mehr, was von uns zu verpassen? Dann kannst du hier ganz easy unseren Kanal abonnieren. In der Villa wird gefeiert. Du hast Lust auf mehr? Dann schau dir hier ein weiteres Video von uns an.